Unboxing-Video. Unboxing. Ja, hallo zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus, und heute machen wir ein Unboxing-Video, denn es wird langsam Herbst. Und was habe ich bisher in allen Autos, außer in Imkes Model 3? Das sind Gummifußmatten. Und da habe ich mir überlegt, bestellst du dir das Ganze bei Tesla im Shop oder bestellst du das im Internet? Da gibt es ja mittlerweile schon einige Angebote, unter anderem bei einem großen Online-Shop, der auch als Plattform dient. Und da habe ich mir Produkte bestellt und die will ich euch jetzt einmal zeigen. Die Produkte verlinke ich auch hier unten in der Beschreibungsbox. Könnt ihr da schauen. Und hier habe ich das erste Paket. Das ist von Bosch RV. Wie auch immer das ausgesprochen wird. Und das sieht aus, als wäre hier die Kofferraummatte für das Model 3 drin. Und das versuche ich jetzt hier einmal auszupacken. So, ich stelle die Kamera hier mal etwas anders hin. Jetzt schneiden wir hier mal auf. So. Holen die Matte hier einmal raus. So. So sieht das Ganze aus hier. Und jetzt schneide ich das hier erstmal. Befreien wir das hier mal davon. Wir wollen mal gucken, taugt die Qualität was? Werden das dann gleich mal auch ins Model 3 legen und gucken, wie das Ganze aussieht. Aber ich lege das erstmal hier hin. So, ich zeige euch das mal. Das ist noch ein bisschen wellig, weil ich das so lange im Karton hatte, wahrscheinlich, weil ich so lange nicht dazu gekommen bin, dieses Video zu machen. Ja. Aber ansonsten ist das einigermaßen dickes Gummi und ja, sieht ganz vernünftig aus. Ja, das war die Kofferraummatte und kommen wir nun zu den Fußmatten. Ups. Und was noch dabei sein sollte, was mich mal interessiert hat, das ist der Sonnenschutz fürs Glasdach. Ja, ich weiß auch nicht so recht. Viele haben mich gefragt von euch, stört das? Mich stört das eigentlich nicht, aber wenn es ganz heiß ist, besonders große Leute, ja, da merkt man das schon manchmal. Und so habe ich mir gedacht, das bestelle ich mal mit. Und hier unten ist es, das. Na, wir nehmen erstmal die Fußmatten raus und hier sehen wir das Sonnenschutz, den Sonnenschutz fürs Model 3. So, der Karton weg. Jetzt gucken wir uns einmal die Fußmatten an. Auch von dieser Marke. Ich blende natürlich hier jetzt auch Werbung ein. Wobei ich dazu sagen muss, ich kriege da kein Geld für, dass ich dieses Video mache. Ich mache das, weil mich das selber interessiert und weil ich euch zeigen möchte, ob man sich diese Sachen im Internet bestellen kann oder ob man das Originalzeug von Tesla nehmen muss. So, ihr seht, das ist jetzt richtig schwer hier. Ich stelle die Kamera mal anders hin, dass ihr das hier sehen könnt. Jo. Das sieht doch ganz gut aus. Ich lege das ja jetzt auch mal da unten hin und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Jo, also diese Matten, die sind richtig schwer. Das ist schon massives Gummi. Die riechen fast nach gar nichts.
also ziemlich geruchsneutral. Das kann man ja auch haben, wenn man so Matten kauft, dass dann das ganze Auto danach riecht nachher. Das glaube ich wird nicht passieren. Ja, die sehen ganz gut aus. Die müssen sich jetzt noch erstmal ein bisschen ausliegen und dann packe ich sie ins Auto. So, und wir gucken uns jetzt einmal den Sonnenschutz fürs Glasdach an, fürs Model 3. Jetzt hier in so einer Tasche. Mach den mal auf. Das poppt gleich auf, wie so ein Pop-Up-Zelt. So sieht es aus. Ja. Das auch wie so ein... Ups. Einer für vorne, einer für hinten. Ganz schön groß. Schaut mal. Ganz schön groß. Dieser Sonnenschutz. Dann sind hier so Befestigungen. Hier. So, mal gucken, ob ich die Beschreibung. Beschreibung haben wir nicht dabei. Tja, das wird hier wahrscheinlich irgendwie so montiert. Wie die jetzt angebracht werden, muss ich mir dann am Auto mal angucken. Jo. So, jetzt gucken wir als erstes mal hier, ob wir den Sonnenschutz hier montiert kriegen. Ob das gut und einfach geht. Bin ich ja jetzt mal gespannt. So. Der hier scheint so, als ob er hier vorne drauf kommt. Und der scheint so hier reinzukommen. Und jetzt gucken wir mal, wie wir diese Klipse da befestigen können. So, ich nehme das mal rein. Das wird jetzt aber tricky hier, das zu montieren. So, jetzt haben wir hier diese Klipse. So, und die funktionieren wahrscheinlich so, dass man sie einfach hier reinsteckt. Hier hinten noch zwei. Sind hier hinten zwei. Wir haben acht Stück. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich das hier eingeklipst kriege. Das geht hoch hier. Ist drin. Ist auch drin. Ja, ist wieder raus. Mit Klipse. Vielleicht sollte man die erst reinstecken. So, wie sieht das von außen aus? Kann man nicht sehen. So, und dann gucken wir einmal nach hinten. So, ganz schön groß. Jetzt hier. Die Kamera lege ich da mal, ab, das hier reinzukriegen. So, da bin ich wieder. So, jetzt müssen wir hier hinten über die Kopfstützen weg.
Jetzt klemmen wir es erstmal so ein hier. Ist drin. Das nächste müssen wir, glaube ich, hier ran machen. Und einen haben wir jetzt noch. Muss da hinten einer rein. Nee, da braucht eigentlich keiner rein. Das trägt sich von selber da hinten. Ein ganz schöner Abstand. Ich glaube, das müssen wir hier vorne mit montieren. Ich glaube, so geht das. So, haben wir hier einmal das. Jetzt haben wir hier das. Ja, das hier hinten, das hält irgendwie nicht besonders gut. Aber dadurch, dass das hier jetzt so dazwischen klemmt, müsste das eigentlich halten. Naja, wir werden das in der Praxis mal ausprobieren und mal die Kinder fragen, ob das irgendwie was bringt oder ob sie es schön finden. Naja, das ist Geschmackssache. So, jetzt hole ich mal die Gummimatten von oben. So, also die Dinger sind schon mal richtig, richtig schwer. Das muss man sagen. So, das ist der Kofferraum und hier sieht man nun Folgendes, was nicht gut ist. Ich habe hier gerade meine Assistentin, die Kamera macht, der nehme ich die jetzt mal weg, um euch das hier zu zeigen. Ja, jetzt sieht man erstmal gar nichts, glaube ich. Und man sieht, dieser Teppich da hinten, das sieht also überhaupt gar nicht gut aus. Und da muss unbedingt eine Matte drüber. Und die lege ich jetzt mal rein und wir gucken mal, wie die passt. Das muss ich hier also noch ein bisschen hinlegen. Das war so lange im Karton. Da kann die Matte jetzt nichts für. Hier passt sie genau dazwischen. Hier ist ja so eine kleine Erhöhung im Model 3. Ja. Und passt? Passt. Riecht die doll? Was sagen Sie? Nein, finde ich nicht. Nee, ne? Da kann man mit leben. Auf jeden Fall. Riecht nicht nach China. Riecht nicht nach China. Gut. Darf ich das im Video verwenden hier? Ja, natürlich. Super, so. Und jetzt gucken, jetzt gucken wir mal die anderen Matten. Dasselbe. Was man jetzt feststellen muss, ist, die passt also sehr gut rein. Und sie hat so Noppen darunter, dass sie hier nicht rutschen können. So, das ist die Fahrerseite. Und auch das passt ganz gut. Und hier durch die Noppen kann es auch irgendwie nicht verrutschen. Ja, so wieder am Platz, wollen wir hier mal kurz Fazit ziehen. So schnell kann ich jetzt eigentlich gar nichts darüber sagen. Ich habe das ausgepackt, ihr habt es gesehen, ihr wart live dabei. Macht euch selber euer Bild. Die Gummimatten sahen für mich top aus auf den ersten Blick. Ich bin natürlich kein Experte jetzt für Gummimatten. Sie haben nicht gerochen, sie waren schwer, sie passen gut ins Auto, werden sich jetzt noch glatt legen. Da berichte ich dann noch zu einem späteren Video mal drüber, wie die sich so glatt legen. Bei dem Sonnenschutz, ja, weiß ich auch nicht. Also das sieht mir irgendwie von der Hochwertigkeit nicht passend für das Auto aus. Aber ob ich das da dran lasse, weiß ich eher nicht, weil mich die Sonne auch nicht so doll stört. Und aber ich probiere das mal aus und da mache ich demnächst ein zweites Video, wie ich diese Produkte also irgendwie finde
Ihr habt jetzt euren ersten Eindruck gewonnen. Dafür ist so ein Video auch da. Und ich halte euch da auf dem Laufenden, wie sich die Matten dann so tragen, wie die sich sauber machen lassen, wie die, ob die sich gut hingelegt haben, wovon ich ausgehe. Matten top, Sonnenschutz. Weiß ich noch nicht, das ist mein Fazit. Macht doch euer eigenes Bild. Ihr schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Video haltet, wie ihr das fandet. So ein Unboxing habe ich ja eigentlich auch nicht gemacht, auch mit Holger einmal, aber das war ein bisschen anders. Und den Link, wo ihr es bestellen könnt und was das Zeug kostet und so, schreibe ich unten rein. Könnt ihr selber nachgucken, wenn ihr euch dafür interessiert. Also bis dann und tschüss.